genannt Alex und hallo zur Mini-Wiesn aus dem München TV Kinderwiesenstudio im Riesenrad. Die Wiesn ist riesengroß, fast 58 Fußballfelder. Bei 7,2 Millionen Menschen oder an einem Tag wie heute können Kinder sich verlaufen oder schon mal verloren gehen. Cosima und Silas schauen sich jetzt mit der Polizei an, welche Tipps und Tricks es gibt, falls sowas wirklich mal passieren sollte. So, und hier kriegt ihr die Kinderfinder-Armbänder hinterm Riesenrad. Tschüss! Wenn ein Kind verloren geht? Ja, also es sollte natürlich nicht passieren. Ja, und am besten ist natürlich, dass ihr bei euren Eltern bleibt, das ist klar. Aber wenn ihr dann doch mal verloren geht, dann ist hoffentlich haben die Eltern euch die Telefonnummer entweder irgendwo hingeschrieben oder es gibt ja so Kinderfinder-Armbänder hier zum Beispiel, wo die Telefonnummer draufgeschrieben werden kann und dann euch an den Arm gemacht werden kann. Oder wenn ihr vielleicht ein bisschen größer seid, könnt ihr euch zu Weihnachten eine Smartwatch wünschen, wo dann ihr per Handy geortet werden könnt. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Und wenn aber trotzdem mal ihr verloren gegangen seid oder nicht wisst, wo eure Eltern sind, dann sucht ihr am besten entweder den nächsten Polizisten, die nächste Polizistin, wenn ihr die findet. Fragt einfach jemanden oder vom Sicherheitsdienst. Oder geht dann, wenn ihr hier in der Nähe seid, zum Beispiel zur Polizeistation. Ja. Das wären so die besten Anlaufstellen oder auch einem Eingang. Da könnt ihr auch den Leuten Bescheid geben, dass ihr eure Eltern verloren habt. Und dann werdet ihr entweder hierher gebracht zum Beispiel oder dann die angerufen. Und wenn das Kind so schüchtern ist und einfach Angst vor euch hat, und rennt weg. Vor uns so. Braucht bitte kein Kind Angst haben. Wir helfen euch. Ja, also brauchst du keine Angst haben, sondern deswegen gerne zu uns kommen. Jeder Kollege, jede Kollegin, die hilft euch gerne. Macht es dir denn Spaß, hier zu arbeiten? Es macht mir viel Spaß. Auf der Wiesn und gerade auf dem Oktoberfest, da sind alle Kolleginnen und Kollegen gerne, weil es eben Spaß macht. Weil wir nette Begegnungen haben, weil wir so nette Besucher haben wie euch zum Beispiel. Also ja, doch. Macht mir sehr großen Spaß. Was bist du denn? Was für eine Arbeit machst du denn hier als Polizist? Bist du so einer, der hier so rumgeht oder bist du was anderes? Ich gehe zwar auch mal rum, aber eigentlich ist meine Arbeit die Pressearbeit. Das heißt, ich versuche zum Beispiel eure Fragen zu beantworten oder auch die von der Presse, von den Journalisten und die Arbeit ein bisschen zu erklären, damit man das versteht, was genau eben die ganzen Kolleginnen und Kollegen hier draußen machen. Und macht dir das auch Spaß? Auch das macht mir Spaß, ja. Ja, cool. In deiner Zelle? Ja, krass hier. Wo ist denn hier das Bett? Ja, Betten gibt es hier nicht. Ja, weil wenn die hier reinkommen, die sind betrunken zum Beispiel heute, die sollen nicht lange hier schlafen, sondern die sollen sich ein bisschen ausruhen. Und vielleicht sind sie wieder nüchtern, dann können sie wieder raus. Oder wenn sie was Schlimmeres gemacht haben, dann bleiben die auch nicht hier, sondern dann kommen die richtig in die Haftanstalt. Heißt das ganz selber. Also dann können da wir dann aufschlafen. Dann schauen wir doch mal ein bisschen weiter. Dann schauen wir gerne ein bisschen weiter. Gut. Sehr nett, dass wir alles sehen durften. Ja, und es hat sehr Spaß gemacht. Gerne. Schauen wir, jetzt bekommt ihr jetzt auf jeden Fall mal einen Kelif, damit ihr beide gut arbeiten könnt und einen Kinderpolizeiausweis, damit man auch weiß, dass ihr bei der Kinderpolizei in München dabei seid. Cool. Wir gehen jetzt wieder zurück zum München TV Kinderstudio zu Marlene. Übrigens, verloren gehen jedes Jahr rund 4000 Dinge, aber nur 20% davon finden den Weg zurück zu ihrem Besitzer. Na, hoffentlich sind Corinna und Alex in der Zwischenzeit nicht verloren gegangen. Und wenn doch, dann weiß ich, wo ich sie finde. Ihr auch?